Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic mit mir, dem Endking, und unserem allseits beliebten Sith-Inquisitor Vardonos. Ja, in dieser Folge wollen wir uns zu unserem allseits beliebten Ort begeben. Was rede ich denn wieder von Quatsch? Nein, zu unserem beliebtesten Ort begeben. So, nämlich der Zitadelle. Und zwar haben wir es in der letzten Folge geschafft und haben das Datacron bzw. das Artefakt von Tula Kort aus dem Tempel der dunklen Seite geborgen und sind einer Erscheinung begegnet, die anscheinend einen unserer Vorfahren war, ja, in Form einer Machtgeistes, ja, Machtgeist heißt das. Und wir wollen erstmal hier, bevor wir noch Lord Sesh von unserem Ruhm berichten, nein, sie weiß ja schon, dass wir das Teil bekommen haben, ihr das Datacron geben. Dann lesen wir mal wieder Fanpost vor, oder Post, das kann ja auch, müssen ja nicht unbendingt Fans sein, die mir hier schreiben. Hi Endking, ich finde, du machst tolle LPs und wollte dir noch ein paar Meaty-Picks schicken. Die wirst du brauchen. Und noch ein paar Credits. PS, bleib auf dem Weg der dunklen Seite. Alles klar, Vardonos wird das machen. Xonas jetzt eher nicht, aber bei Vardonos kann ich dir versprechen, dass es so sein wird. Hey, cool, dankeschön. Freut mich. Laroton. Ach, das war es dasselbe. Hier hast du ein paar Sachen. Oh, cool. Geringer Kriegsgebiet-Erfahrungsschub. Wenn ich mal ein Kriegsgebiet machen wollte. Allsicht, Schlacht, Feld, Relais. Kämpfer als Reaktion keinen Zugang, Zuneigungsgewinn. Okay, könnte ich vielleicht später mal gebrauchen. Und Medipacks. Okay, cool, danke. So, Ashelun. Hi, Endking. Hier ist Ardoris. Ich habe eine Frage inzwischen, an welchen Tagen du on kommst, weil immer wenn ich on bin, bist du off und bist viel höher als die Chars, die ich hier habe. Aber trotzdem, schreib mir dann bitte zurück und könntest du dann auch meinen Twink, den hier in Friendlist machen? In die Friendlist. Wäre super. Nicht wundern, nicht wundern, dass ich nie auf YouTube Kommentare poste, weil ich habe Probleme, mich überhaupt da anzumelden. Naja, egal. Das war's fürs Erste bis dahin. Liebe Grüße, Ashelun, Ardoris. Ich kann mir leider überhaupt nicht guten Namen merken, auch nicht im normalen Leben. Wirklich, wenn sich einer vorstellt im Telefon, ich nach 2 Sekunden, weiß ich nicht, wer das ist. Auf jeden Fall, ja, kann ich gerne hier zu der Friendlist hinzufügen. Ashelun, merke ich mir. Disturbia. Hallo Vardono. Vardonos, bitte. Bin ein großer Fan deiner Let's Plays. Falls du in den nächsten Tagen Flashpoints oder so mit Vardonos geplant hast und nicht genug für die Gruppe findest, schreib mich an. Bin ein Level 36er Sis-Attentäter. PS, dachte, Cam Fall braucht das Rüstungsoberteil und du hast das Unterteil, falls du Lust hast, mal deine Rüstung dunkelblau, dunkelbraun zu färben oder ein anderes Kleidungsstück, habe ich dir ein Färbemodul besorgt, ja. Wenn du dann mal Flashpoint machst, einfach das Serbia anschreiben. Y-R-I-N Tilge. Okay. Alles klar. Ja, dankeschön. Prototyp Weste der Inspiration. Das wäre was für Kempfahl, oder wie? Hm. Okay. Oh, was ist das denn hier? Eine Robe? Oh, die Robe ist leider nicht so gut wie meine. Ich nehme es trotzdem an. Dankeschön. Kann ich ja verkaufen hier. Denke mal, das wäre das Mindeste, was ich tun kann, um die Geschenke zu ehren. Ist wenigstens verkaufen und die Credits weise nutzen. Und dann ins Stripclub gehen. Gibt's hier auf Car City eigentlich ein Stripclub? Ja, ich glaube schon. ihn hier wollte ich noch zu Friendless hinzufügen. Jawohl, ja, ach ja, wann ich jetzt online bin. Ich bin dann online, wenn ich Zeit habe. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Da müsst ihr einfach Glück haben. Ich habe nicht irgendwie einen Zeitplan, wo ich sage, okay, 8 Uhr stehe ich auf. 8:05 Uhr putze ich Zähne. 8:10 Uhr spiele ich Star Wars für eine Stunde oder nehme es dann für eine Stunde auf. Mein Tagesplan ist einfach so unordentlich. Beziehungsweise wird es auch nicht möglich sein, bis ich wahrscheinlich irgendwie meine eigene Wohnung habe, den auch eigens zusammenzustellen, sage ich mal. Ashelun, einfach so, okay. Okay. Ja, was hat der andere nochmal gefragt? Ja, wegen Flashpoints. Ich weiß gerade nicht, was ich in den nächsten Folgen machen werde, wegen Flashpoints. Ich bin mir gerade nicht über das Level bewusst, aber er ist ja Level 36, deswegen... Ich muss es nochmal betonen, ich werde versuchen, immer wenn ich die Möglichkeit dazu habe, nur auf Leute zuzugreifen, die auch mein Level haben, bei Flashpoints, weil ich das sonst zu leicht finde. Zu leicht ist scheiße. Zu leicht ist Pussy. Wisst ihr, und das ist Vardonos. Vardonos ist nicht... Ist nicht Pussy. Auch dieser Ort wird eines Tages in Trümmern liegen. Nein, niemals. Hey, wieder ein Klon. Was wollte ich sagen? Ja, Vardonos ist der härteste Typ überhaupt. Der härteste Sith. Deswegen, ja, tut mir leid. Wenn ihr
beim Flashpoint dabei sein wollt und in dem Levelbereich gerade seid, ungefähr, in dem ich mich auch befinde, dann ist es okay, dann könnt ihr auf jeden Fall mitmachen, nur wenn ihr zu hoch seid oder zu niedrig, dann finde ich es nicht so toll. Zu niedrig, weil es sonst zu schwer wird und zu hoch, weil es sonst zu einfach wird. Ich spiele ja auch nicht meine Lieblingsspiele wie... Moment mal. Kingdom Hearts spiele ich ja auch nicht auf einfach. Oder wartet mal. Nein, habe ich nicht. Hoffentlich, oder? Nein. Ich spiele lieber meine Lieblingsspiele auf schwer. Oder auf normal. Leicht ist... Wozu spiele ich sonst Spiele? Ich will ja auch eine Herausforderung haben, indirekt. Ist jetzt nicht böse gemeint an die mir das jetzt, die mir Angebote machen. Ich kann dir helfen, ja, aber, ja, zu leicht möchte ich es halt auch nicht haben. So. Dach Sash, nein, Lord. Ich nenne sie immer noch Lord. Ihr wisst ja. Lord Sash, wir sind hier. Oh, wir haben es geschafft. Sind wir geil? Bitte sagt mir, dass ich geil bin. Bitte, komm, komm, ja. Bitte. Aufmerksamkeit sucht die. Fantastisch. Du kommst gerade rechtzeitig für meine Überraschung. Während du unterwegs warst, habe ich Skutias Forschungen studiert. Skutias Gemächer sind eine Schatztruhe voller Forschungen. Wer hätte gedacht, dass jemand wie er so wissbegierig war? Jetzt tut es mir beinahe leid, dass wir ihn töten mussten. Aber lass mich nun einen Blick auf das Artefakt werfen. Ha, es war nicht leicht. Nein, es war total leicht. Nehmt es. Ich hab's bei mir. Ausgezeichnet. Hervorragend. Das ist erst der Anfang. Doch sag, wie hast du die Erscheinung besänftigen können? Ich glaube, ich bin mal erstmal offen. Ich will ihre Reaktion wissen. Obwohl unser Vorfahr ja gesagt hat, dass wir uns vor das Lord Sash in Acht nehmen sollen, denke ich mal, bin ich erstmal offen. Wir sind verwandt. Offensichtlich ist sie ein Vorfahre von mir. Bemerkenswert. Der verlorene Vorfahre eines Sklaven zeigt sich im Tempel der dunklen Seite. Ich spüre, dass deine unglaubliche Bestimmung noch nicht erfüllt ist. Ich studiere Tulakords Artefakte nun schon eine ganze Weile. Und ein Blick auf das von dir beschaffte Artefakt bestätigt all meine Vermutungen. Diese Artefakte werden alles verändern, vor allem dich. Sie werden dich mächtiger machen, als du es dir je hättest vorstellen können. Ich habe es gesehen. Noch mächtiger geht doch nicht. noch mehr Träume? Lasst mich raten, ihr habt schon wieder geträumt. Ich träume immer. Dieses Artefakt ist eines von 5, die ein bestimmtes Ritual beschreiben, mit dessen Hilfe der große Tulak Hort das Dromund-System unterwarf. Ich werde die Natur des Rituals erst dann völlig verstehen können, wenn ich alle Artefakte zusammen habe. Aber ich habe gesehen, dass nur du allein die Macht dieses Rituals nutzen wirst. Die Artefakte sind in der gesamten Galaxis verstreut. Einige wurden von Tulak Hort selbst versteckt und andere wurden ihm von Verrätern entrissen. Skutias Dokumente weisen auf Balmorra und Nar Shaddaa hin. Ich werde noch eine Weile brauchen, um die anderen 2 Planeten zu ermitteln. Nar Shaddaa? Wie soll man denn da ein altes Artefakt finden? Oh Mann, das geht doch gar nicht. Hat irgendwer in Müll geworfen da wahrscheinlich. Ich fühle mich wie euer Sklave. Irgendwie scheine ich ständig nur anderen zu dienen. Unsinn. Du tust das für dich selbst. Ich habe die Macht gesehen, die du erlangen wirst. Aber kommen wir nun zu der Überraschung, die ich bereits erwähnt hatte. Wenn du dieses Artefakt finden willst, brauchst du zunächst ein Raumschiff. Und ich habe dir eins besorgt. Du musst es nur noch abholen. Ein Raumschiff! Ein Raumschiff! Oh, Herzinfarkt. Für mich? Ihr seid so gnädig. Ja, du hast es dir verdient. Du findest dein Schiff am Raumhafen. Die Galaxis gehört dir. Denk dran, mich zu kontaktieren, wenn du einen der besagten Planeten erreichst, damit ich dir weitere Informationen zur Position der Artefakte geben kann. Viel Glück. Aber barn habens, glaub beina, nie in Usequai. Jawohl! Natürlich werde ich dann daran denken, Kämpfer, dass du immer hungrig sein wirst. Ein kleines Schwert in den Hallen der Verräter. Cool. Hier haben wir noch ein Doppellichtschwert des dunklen Akolyten. Oh ja, yeah, Baby. Das nehme ich. Direkt an. Geil. Jawohl! Wir sind der Meister. Yeah, Kämpfer, wir sind geil.
Jawohl, unser erstes Raumschiff. Den Moment vergesse ich nie, wie wir es mit Xonias damals bekommen haben, unser Raumschiff. Die Dinger kosten ja auch nicht wenig, muss man bemerken. Aber die Sache, für die wir kämpfen, ja, doch, das kann man so sagen, die ist natürlich wert. Oder ich bin es wert. Ich bin es so oder so wert. Selbst wenn ich nicht die Aufgabe hätte, Tulakords Artefakte zu sammeln, hätte die mir das Raumschiff sicher so gegeben. Ach, du bist so geil, Vardonas, hier, Raumschiff für dich. Ach ja, geil. Ich bin gerade immer überlegen. Ach ja, da könnte ich noch kurz was zu erwähnen. Und zwar hat mir einer geschrieben, dass ich mein Lichtschwert, nee, den Kristall meines Lichtschwerts ändern soll. Aber der Kristall hat das Level Level von 56. Den habe ich geschenkt bekommen. Und ich glaube nicht, dass ich irgendeinen anderen Kristall jetzt momentan auftreiben kann, der annähernd so gut ist wie der und rot ist. Weil ja, der irgendwie blau ist und der wird nicht zu meinem Style passen. Obwohl ich so den Kontrast von rot zu blau eigentlich ganz geil finde. Wenn alles gleich ist, ist auch scheiße. Es reicht schon, wenn mein Outfit nicht im Kampf, meine ich. Ich meine jetzt außerhalb des Kampfes so geil ist. Rot-schwarz. Das reicht komplett. Im Kampf muss der Gegner auch verwirrt sein. Genau, der Gegner. Der Gegner denkt so, müssen wir dahin? Ich dachte, wir müssen zum Raumhafen. Moment mal. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Hä, wir müssen noch zum Raumhafen. Wieso? Hä? Wir sind stark. Wieso wird mir da angezeigt? Mächtige Pläne. Genießen Sie Ihren, wir müssen den Gegner verwirren. Wenn wir jetzt uns gerade aus dem Schatten heraus bewegen und der Gegner uns sieht, oh, wie geil sieht er denn aus? Und er eigentlich noch nicht überrascht ist. Er ist erstmal nur erstaunt, wie geil wir aussehen in unserem Outfit. Und dann sieht, wenn wir das Licht schicken und zücken, was rede ich denn wieder? Zücken. Und dann unsere blaue Klinge ausfährt, denkt er sich, oh, was? Rot-schwarzes Outfit und blau? Oh nein, es ist zu geil. Dann explodiert sein Kopf und wir haben schon gewonnen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist die Taktik. Ich glaube, bei unserem Raumschiff können wir das auch machen, eben den Lichtschwertkristall raus extrahieren. Und wir müssen auch total viele Sachen hier mal verkaufen. Ich habe kaum Platz mehr hier. Ihr schenkt mir jetzt so viele Sachen. Ich denke irgendwie nie dran, die Stims zu benutzen. Und jetzt auch noch die Midi-Packs. Ich muss mir mal hier eine Leiste machen, links oder so, wo ich die draufsetze. Das denke ich ja nie dran. Ach ja, soll ich eigentlich schneiden? Ich weiß nicht genau. Ihr könnt ja den Moment genießen. Denkt euch jetzt diese spannungsaufbauende Musik von Star Wars. Nein. Ich bin mir gerade am Überlegen. Nee, passt doch nicht. Ach ja, meine Gedankengänge. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ihr manchmal meine Gedankengänge gar nicht nachvollziehen könnt. Oder wenn ich einfach nur eine Scheiße laber. Kemphal, komm her. Wo bist du? Sklave? Ist der wieder unsichtbar? Ich glaube, er ist wieder unsichtbar. Okay, ja, ich bin hier auch irgendwie gerade am Umspasten. Oder doch nicht? Okay. Da ist kein Fall doch. Oh Mann, ich hasse es, wenn das Spiel rumspackt. Okay. Ja, nerv mich nicht. Nerv mich nicht. Wo geht das lang? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade überfordert. Ach, hier links. Okay. Ja, hier beim Raumhafen von Car City oder von Drum und Cars direkt. Ah, können wir endlich die Laderampe? Nein. Den Aufzug nehmen, genau. Den Aufzug hoch. Oh, ist das schön. Wo ist hier? Da vorne. Da, denk gerade, wo ist der Schalter zum Hochfahren? Und können uns endlich unser eigenes Raumschiff angucken. Wehe, das sieht nicht geil aus. Wehe, es hat keinen blauen Spoiler. Und den kleinen Aufkleber, den ich bestellt habe. War Donas an Bord. Dann gibt's Ärger. Oh yes, geil. Damit reißen wir erstmal ein paar Bitches auf. Geile Karre. Geil. So, ich werde auch gerne erstmal mit dem Personal reden, das hier wahrscheinlich keine Kosten und Mühen gescheut hat, mir das Ding bereitzustellen. Ja, danke für die Blumen und so. Schnell weg hier. Ah, geil.
Toll, endlich. Endlich haben wir es geschafft. Ein weiterer Schritt zum vollständigen Sis. Wir sind momentan noch Schüler, aber... Schiffsausgang. Achso, nee, ich will nicht... Ich will hier rein. Okay, wir müssen anscheinend hierher. Aha. Schon den ersten ungebetenen Besucher hier. Und ich spaß dir gerade rum. Seht ihr das? Oh, ich grüße Sie. Ich bin 2VR8, das Mädchen für alles auf diesem Schiff. Sie müssen mein neuer Herr sein. Ein netter, freundlicher Herr. Ihr seht gerade an meinem Blick, was ich hier, meine Gedanken gerade sind. Ein eigener Druide? Ausgezeichnet. Ich bekomme also ein Raumschiff und auch noch einen Diener? Gar nicht mal übel. Ich bin erleichtert, erfreut, dass Sie mich annehmbar finden. Ich werde Sie niemals enttäuschen. Ich bin für eine Vielzahl von Funktionen programmiert, darunter unter anderem die Zubereitung von Mahlzeiten, die Schiffswartung, Reinigungsdienste und Etikette. Willkommen an Bord dieses imperialen Abfangjägers der Fury-Klasse. Einem vielseitigen Schiff, das die Manövrierfähigkeit eines Raumjägers mit einer Bewaffnung kombiniert, die auch größeren Militärschiffen trotzt. Sie finden hier alle gewohnten Annehmlichkeiten sowie einen eigenen Kapitänsspind für die Aufbewahrung von Wertgegenständen. Die Astrogationskonsole enthält eine ständig aktualisierte Karte der bekannten Galaxis. Die interstellare Kommunikation wird über das Holoterminal des Schiffs aufgerufen. Wichtige und nützliche Hinweise finden Sie in der imperialen Holonetzkonsole. Und über das Intercom des Schiffs können Sie Ihre Crew über neue Befehle informieren. Haben Sie noch Fragen? Wo bleiben meine Waffeln? wenn du kochen kannst, dann mach dich mal sofort auf in die Küche. Kannst du überhaupt kämpfen? Kannst du wenigstens für Sicherheit sorgen, solange ich nicht an Bord bin? Ich bedauere, dass ich Sie im Kampf nicht unterstützen kann. Aber mein Gestell würde dem Stress nicht standhalten. Sollten jedoch Probleme auftreten, die unter Ihrem überlegenen Niveau sind, zögern Sie nicht, sie mir zu melden. Meine Funktion ist es, Ihnen zu dienen. Wenn Sie bereit sind, aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Sie wird die gewünschten Astrogationskoordinaten programmieren und die Triebwerke aktivieren. Geilo, eigener Druide, eigenes Schiff. Geile Sache. Und wir können uns jetzt auch in den Raumkampf stürzen, wenn wir das wollen. Ich bin gerade am Überlegen. Ha, sollen wir das machen? Ich würde sagen, wir gehen erstmal ans Holoterminal. 1, 2, 3, Test. 1, 2, 3, Test. 1, 2, 3, Test. 1, 2, 3, Test. Es funktioniert nicht. Was ist das hier? Komisch. So, du machst erstmal mir ein paar Waffeln. Ein paar böse Waffeln. Und dann könnte ich hier schon mal neue Quests annehmen. Flugkommandant Pirul, mein Sith Lord. Wenn ihr ein Schiff habt, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Die Republik wird immer dreister. Ihre Angriffsstaffeln greifen imperiale Einheiten aus dem Hinterhalt an und verschwinden dann wieder im Weltraum. Wir können kaum mithalten. Er hat mich mit einem Sith Lord verwechselt. endlich spitzt sich der Konflikt zu, ja. Bald wird dieser idiotische Stillstand vorbei sein und wir haben unseren Krieg. So ist es, mein Sith Lord. Aber kurzfristig gesehen müssen wir Vergeltung üben. Ich habe die KAS-23 und die Sturmstaffel mobilisiert, aber das reicht nicht. Wir bilden eine exklusive Vergeltungsstaffel, die Streiter des Imperators. Wenn ein so mächtiger Sith wie ihr die Staffel anführt, werden wir die Republik in Rekordzeit schlagen. Lehnt euch zurück und schaut zu. Jetzt werde ich zeigen, wozu die Sith fähig sind. Fantastisch, mein Sith Lord. Euer Codename lautet Rage. Ich übermittle die Missionsdaten an euer Schiff. Ihr arbeitet allein, während der Rest der Staffel in der ganzen Galaxis einspringt. Kämpft mit Zorn. Kämpft für das Imperium. Rage. Ah, wunderschön. Geiler Codename. Das wird jetzt mein Spitzname. Rage. So, welchen meint er denn jetzt? Flottenaktion, das hier oder das hier? Horchposten. Ich nehme jetzt mal beides an. Das auch, okay. Dann werden wir es mal hier in die Schlacht stürzen. Ach, ich kann mich auch setzen, ne? Noch nicht bereit? Setz dich mal, Junge. Ausgezeichnet. Mächtige Pläne. Ne, wir sind da hinten. Sitz des Imperiums. Hier sind die Kernwelten. Unbekannte Regionen. Huttenraum. Entfernter Outer Rim. Okay. Und unsere Schlacht ist jetzt da vorne. Nein, das ist die imperiale Flotte. Da ist Trum und Kaas. Oh, das ist Korriban. Ist ja gar nicht mal so weit entfernt. Nee. Hä, das kann nicht sein. Hä? Logisch gesehen ist das doch
bin ich gerade ein bisschen doof? Moment mal. Korriban ist eigentlich eine alte Welt. Die eigentlich. Moment mal. Drum und Kars ist eigentlich seit Jahrtausenden ja nicht entdeckt worden von der Republik. Erst durch Revan bzw. Mitra wurde erstmals Drum und Kars entdeckt. Deswegen kann es nicht sein, dass neben einer bekannten Welt wie Korriban direkt Drum und Kars ist. Die müssten eigentlich ziemlich weit entfernt sein voneinander. Das ist eigentlich nicht wirklich logisch gerade für mich. Kann auch sein, dass ich mich vertue. Sagt mir bitte, wenn ich mich vertue. Aber für mich ist das nicht okay. Ja, was war denn das jetzt für eine Quest hier? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Oh, wie ist die Quest, du Assi? Sagt er mir noch nicht mal, wie die heißt. Ja, beim Eskorte. Achso. Stufe 15, das ist Stufe 18. Ja, die könnten wir eigentlich auch schon machen. Yabim Eskorte. Ja, wir machen erstmal Yabim Eskorte. War das jetzt hier? Nein. Oh Mann. Moment. Bei den Kernwelten? Nee, bei den Kernwelten auf gar keinen Fall. Yabim Eskorte. Yabim da. Alles klar. Cool. Spione des Imperialen Geheimdienstes versuchen, mit wichtigen Informationen über die Pläne der Republik in einer gestohlenen Fähre aus dem feindlichen Gebiet zu fliehen. Die Streitkräfte der Republik verfolgen sie und haben die Fähre mit einem Fangstrahl festgesetzt. Es wird Verstärkung benötigt, um die Fähre zu verteidigen und sicherzustellen, dass die gestohlenen Daten heil ankommen. Okay. Primärziel, Fähre in Sicherheit bringen. Teilnahme an Weltraumeinsatz, Yabim Eskorte, jawohl. Dann zeigen wir mal, was es heißt, mit einem Sis im Raum zu kämpfen. Die Reflexe eines Sis sollen auch übermenschlich sein. Oh, die Musik ist so geil. Oh, die Musik. Ja! Ich liebe einfach dieses Geräusch, deswegen klicke ich lieber als gedrückt zu halten. Da oben ist die Fähre. Also das ist ein Republikschiff, wo unsere Leute drauf sind anscheinend. Und mit irgendwelchen Daten wollen die hier wegkommen. Die könnten uns einfach die Daten schicken. Wo ist das Problem? Naja. Vielleicht sind die Leute wertvoll. Mir egal. Was ist das denn hier? Gebt auf! Das ist genau das Geräusch, das man kennt aus... Soweit ich mich erinnere, jetzt also das Lasergeräusch, was wir hier machen, wenn wir schießen, aus der alten Trilogie. Beim Raumkampf. Was ist das denn? Weg da! Unglaublich! Also ich habe hier natürlich meine Laser und mit Rechtsklick... Mit Rechtsklick kann ich meine Raketen hier abschießen und dann irgendwas markieren. Wie das da. Wir müssen auch irgendwelche Talon-Raumjäger plätten. Das ist unsere Hauptmission, aber ich werde mal da auch noch versuchen, ein paar Sachen zu kaputt zu machen, damit die nicht die ganze Zeit hier uns angreifen. Hey! Ah ja, und mit Leertaste mache ich eine Rolle. Du Barrel Roll. Barrel Roll. So. Aus. Hä, wer redet denn dann die ganze Zeit? Das Teil kaputt machen, ja, wunderschön. Das da auch noch. Wo sind denn die Raumjäger? Hier ist ja gar nichts los. Überlebe ich ja locker. Wow. Da vorne sind noch welche. Bis den hier. Wenn ich das Geräusch zu laut mache, habe ich Angst, dass man mich im Haus hört. Ja. Komm, wir schießen ein paar Raketen hier ab. Wir haben doch genug, glaube ich. Da vorne auch noch ein paar abschießen. Geil. Oh, wir haben nur noch drei, sehe ich gerade. Oder lädt sich das auf, die Raketen, wenn die nachgeladen? Ich weiß es gerade nicht. Da oben rechts sieht man das, ja? Okay, jetzt muss er aber mit alleine klarkommen. Nein, lasst ihn! Lasst die Raumfähre! Na, spürt den Zorn von meinem Raumschiff. Wie heißt das Raumschiff? Raumschiff heißt einfach Fury. Fury. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Was heißt Fury? Ist das nur ein Name oder ist das ein Ausdruck im Englischen? Weiß ich gerade gar nicht. Da. Fury wie Anakin. Nein, eher wie Darth Vader. Ja, das Raumschiff-Design, das erinnert auch irgendwie ein bisschen an das Raumschiff von Darth Vader. In der alten Trilogie. Wenn ihr das bemerkt habt, das hat... Vorne hat das so ein, wie so ein Käfer. Wie so ein Hirschkäfer, diese beiden nach vorne. Aber hintenrum hat das nicht so das. Also, wenn dann ist es nur angelehnt, weil das sieht ja ein bisschen anders aus von Darth Vader. Das hat ja irgendwie solche, solche Platten, die das rautenförmig machen, das Schiff.
Das ist sozusagen das, die flache Version, wenn man das in die Müllpresse geben würde von Darth Vader, das Raumschiff. Glaube ich. Ich kann es jetzt schlecht beschreiben für die Leute, die Star Wars nicht kennen, aber ihr kennt ja sicher die alte Trilogie, sonst würdet ihr hier nicht vorm Bildschirm sitzen und diese Folge sehen, oder? Oh ja, wir haben es geschafft. Das Ding raucht zwar, aber muss uns ja nicht interessieren, solange wir nicht rauchen. Danke, ciao. Bezahlung bitte an mein Schweizer Konto. Flieger als neuer Codex-Antrag. Okay, erhalten eine Belohnung. Kostenloser geringer Weltraummission. Erfahrungsschub. Oh, okay. Erfahrungsschub kriegen wir da. Flottenauszeichnung oder Schiffspanzerung. Oh, ich nehme die Schiffspanzerung. Oh ne, wir kriegen alles. Achso. Cool. Klasse. Das ist ja ausgezeichnet, jawohl. Jabbel-Maskorte. Wunderschön. Wunderschön. Wir hätten da natürlich noch einen Einsatz. Vielleicht sollten wir noch einen machen. Ich weiß aber nicht, ob ihr so drauf steht. Wenn man jetzt hintereinander mehrere dieser Raumschlachten macht. Bin ich mir gerade auch nicht sicher. Und können wir jetzt hier noch eine Quest annehmen? Stummes Gebrüll, ich nehme mal jetzt alle an hier. Schließ die Mission Jabbel-Maskorte ab. Ach ne, jetzt können wir das nochmal machen. Dieselbe Mission. Oh, okay. Der Kontakt, Reise nach Nar Shaddaa, das... Nee, nach Nar Shaddaa sollten wir noch nicht. Stufe 20 ist es. Wir gehen erstmal nach Balmorra. Stufe 15, oder? Balmorra, da ist übrigens Xonias auch gerade, ne? Vielleicht treffen wir Xonias, ja? Wäre sehr interessant. was könnte ich sonst noch machen? Ich guck mal ganz kurz, wie lange wir schon aufgenommen haben. Moment. Okay, 26 Minuten. Ich glaube, ich beende dann mal hier den Part. Ich dachte, wir wären ein bisschen schneller gewesen. Sonst hätte man das noch ein bisschen verlängern können. Aber ich denke mal, das ist ein guter Abschluss hier. Ihr habt mal gesehen, wie weit Unos abgehen kann bei einer Raumschlacht. Die werden wahrscheinlich noch härter. Und wir werden auch noch öfter welche machen. Aber je nachdem, wie ihr das wollt. Denn von mir aus kann ich die auch selber machen. Weil ich es eher geiler finde, mit dem Lichtschwert um zu battlen und in Intrigen verwickelt zu sein. Und ihr wisst schon, Blitze zu schleudern. Das kann man schlecht auf dem Raumschiff. Und ja, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob ich öfter solche Raumschlachten zeigen soll. Und wenn ja, dann muss ich mal gucken, wie ich das aufbaue, weil ich ja, wenn ich mitten auf dem Planeten bin, ist es immer ein bisschen doof, dann nochmal zum Schiff zurückzukommen. Sonst würde ich irgendwie sagen, alle drei Parts mal oder dann, wenn ich gerade Bock habe. Wie ihr wollt, ne? Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde dann wahrscheinlich nochmal die Jabbel-Maskorte machen, um nochmal Erfahrungspunkte zu sammeln. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auf, nein, nicht auf Nar Shaddaa, sondern auf Markep, okay. Quesh auch nicht. Foss auch nicht. Wo müssen wir hin? Wo ist Balmorra? Ach, da vorne. In den Kernwelten. Oh, okay. Dann sehen wir uns auf Balmorra wieder, ne? Bin der Endgame, wir spielen Star Wars The Old Republic mit unserem allseits beliebten Sith-Inquisitor Vardonos. Und ja. Ach ja, außerdem, wenn ich das jetzt wirklich mit den drei Parts am Tag machen würde, ich glaube, wir machen das mal irgendwie nächste Woche oder so, dass ich dann die Woche als Testwoche nehme und die Woche wirklich komplett vornehme, drei Parts am Tag. Einfach mal zum Test. Und wenn das hinhaut, dann würde ich das auch so weitermachen. Dann wäre es ja sicher kein Problem, auch mal zwischendurch den Planeten zu verlassen, um eine Raumschlacht zu machen, weil man dann ja jeden Tag ein Part hat, ne? Oder ich dann auch jeden Tag was aufnehme, ne? Nur mal so als nebenbei, ne? Ansonsten noch einen schönen, warte, wann werde ich das hochladen? Montag, ne? Ja, noch einen schönen Montag. Ciao.